So, ich mache meinen Game-Chat an. Wie immer das kurz vergessen. So, jetzt sind wir live beim ESL Weekly Cup 175 Immortals gegen The Chosen Ones. Immortals haben es leider nicht geschafft, rechtzeitig ihr Logo anzumachen, aber hey, ist kein Ticket-Game, damit ist es nicht so schlimm. Und ja. Gut, so. Viper First Ban, Puck First Ban. Auch interessant. Viper First Ban kann ich verstehen, Puck nicht so ganz, aber wir werden sehen, was sie damit haben. Genau, ich kriege gerade Suggestions. Hier, live aus der Technischen Universität Berlin. Mit einer 100 Mbit Upload-Leitung und dementsprechend guter Qualität. Hier, von mir an euch. Mehr Motivation, mehr Enthusiasmus. Ja, Mann. Aber nun gut, jetzt ist es verkackt. Jetzt kann man auch nichts mehr dran ändern. Ah, The Chosen Ones lassen sich noch ein bisschen Zeit. Lycan, Doom, da gibt es noch ganz viele tolle Leute. Void, die ganz gerne gebannt werden. Und gehen hier mit Death Prophet. Ja, halt. Kann man bannen, definitiv. Ja, mal schauen, was da hingegen gemacht wird. Klar, die ersten 2 Minuten ist immer ein bisschen Laberlaber, dementsprechend die meisten Caster, die länger dabei sind oder so, springen halt erst auf den ersten First Picks ins Game. Weil, naja, wow, Viper First Ban, was soll ich dazu sagen? Rubick First Ban, das kann ich euch gar nicht zu sagen. Keine Ahnung. Aber gut, Skywrath Mage First Pick, das ist mal was, was ich unterstützen kann. Two Imba This Hero. Skywrath Mage für Chosen Ones und Immortals gehen mit Invoker dagegen. Und könnten hier vielleicht noch den Festus Void aufpicken. Blattsieger! Ich dachte, die sind Cups. Professionals, Leute. Okay, das wird entweder eine harte Pocket Strat oder eine harte Public Strat. Bin ich sehr gespannt. Invoker, Blattsieger. Okay, Global Strat, off you go. Blattsieger Carry wahrscheinlich, Invoker in der Mitte. Und dann Sunstrikes auf irgendwelche Leute mit roten HP rumlaufend treffen. Ja, es ist cool, nur ich glaube, sehr viel Dodgen wird da jetzt ins Spiel kommen. Andererseits, allein schon dadurch, dass die weglaufenden Leute immer auf den Sunstrike pokern müssen, brauchen sie im Durchschnitt wahrscheinlich so 10, 15 Sekunden länger, um in die Basis zu kommen. Wenn man sich dann einige Face of the Week Videos erinnert, wo jemand 5 Minuten lang dodgt, um in der Base von einem Sunstrike gekillt zu werden. Mal schauen. Bin mal gespannt, ob das in diesem Spiel auch vorkommt. The Chosen Ones picken hier Razor als letztes noch auf. Gegen Bloodseeker. Auf jeden Fall einer, wenn er den Link vor dem Silence rausbekommt, natürlich. Einer der besseren Heroes und sowieso zur zeitigen Meta extrem stark. Link und den späteren Push durch das Ulti ist natürlich relativ schwer gegenzuwerfen. Andererseits natürlich Bloodseeker relativ gut gegen schnelle Heroes, weil, naja. Die Schnelligkeit will der Razor eigentlich im Ulti des Bloodseekers nicht ausspielen. Tidehunter und Ancient Apparition werden von Chosen One gebannt. AA besonders auf dem Global Lineup relativ tödlich, denn Snipes werden dann noch häufiger passieren. Tidehunter als Teamfighter für den Invoker natürlich auch relativ interessant. Und Immortals gehen weiter mit etwas unusual Picks. Bans machen hier also Picks auch, ja, dazu komme ich noch. Lich und PA gebannt, was, ja, weiß ich nicht. Ja, Papphelden vielleicht. Und picken den Wisp. Der mit Bloodseeker, keine Ahnung, vielleicht wollen sie einfach nur eine imberschnelle Strat spielen. Mit Bloodseeker Wisp. Keine Ahnung. Oder sie sind halt wirklich so, okay, Global, wir schießen alles auf irgendeinen und der wird uns nie wieder entkommen. So, okay, Sunstrike kommt drauf. Wenn er misst, dann kann der Wisp alleine hintethern. Hin relocaten und den Kill holen. Einfach so. Alles, was man hat, werfen wir einfach mal drauf. Das ist zumindest so die einzige Synergie, die ich dazu sehe. Es kann natürlich auch einfach sein, dass sie irgendeinen Global-Kram spielen mit den Helden, die sie am besten können, was unter Umständen halt auch ziemlich gut ist, denn, naja, wenn wir uns mal ehrlich sind, manche Dinge funktionieren am besten, wenn jeder die Heroes am besten kann.
Und sie picken eine Draw Range noch dazu, von Wisp unterstützt. Relativ cool, auch mit dem Movement Speed. Die Frage ist ja, jetzt wir haben einen Wraith King, der wahrscheinlich mit, als Supporter einfach, oder sogar als Carry in dem Spiel, einfach auf die Draw blinkt. Ja, als Carry auf die Draw blinkt und damit wahrscheinlich einen Großteil des Draw der Furcht vor Draw zerstören wird, wenn der Ulti deaktiviert ist. Denn Draw ist das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass jemand auf sie blinkt. Und besonders mit Venge jetzt noch, mit dem Swap, wird da auf jeden Fall Positioning relativ schwierig werden für die Draw, dass sie da nicht gecatcht wird. Aber sie haben noch Platz, sie können Invoker, die da noch ein bisschen was drin machen können. Aber dann von Chosen One wird gebannt, sie sehen schon irgendwie, okay, wir haben relativ tanky Lineups, wir haben Heal Strat mit Io und Bloodseeker. Dürfte relativ schwierig zu töten sein mit einem Abaddon. Und da wird das rausgenommen und Shadow Fiend als letzter Pick. Also ein Support in einem Wisp. Es sei denn, es ist ein Support Bloodseeker oder so, weil ich jetzt nicht von ausgehe. Aber interessant. Auch interessant der Witch Doctor Bann von den Immortals. Eigentlich ziemlich sicher bin, dass der Skyrath Mage nicht Mitte gehen wird. Von daher haben sie ja schon genug Supports. Mal schauen, was The Chosen One hier als letztes noch picken wird. Und ja, es ist noch relativ viel im Pool. Sie suchen eigentlich noch einen Offlaner. Clockwork wäre hier doch relativ gut. Centaur wäre hier wahrscheinlich, ja, auch sehr gut. Clock, Cent, so die üblichen Sachen. Aber auch ein Void ist halt immer noch drin. Es könnte relativ gut dagegen werden, aber gegen einen Magnus. Das ist cool, das bringt noch mehr. Das bringt halt auch ein bisschen durcheinander in dieses Lineup von The Chosen Ones, was doch relativ metalastig zurzeit ist und jetzt ein bisschen ausgeglichener wird. Wir haben das an. So, okay. Introducing the teams. Wir haben auf der Seite von The Chosen Ones Gallerist auf der Support Vengeful Spirit von Latourtre auf dem Skyrath Mage, der als zweiter Supporter sein wird. TCOs Sioni wird den Razor wahrscheinlich in der Mitte picken. Und ja, Magnus wird gespielt von Vion Me, der wohl auf die Offlane laut den Items geht. Und zu guter Letzt Borna als Carry Wraith King. Und damit smoken sie in den Dschungel und könnten als erstes auf... Na danke. Punzi Pö. Sagen wir einfach mal Punzi dazu, der hier auf dem Sand gecatcht wird und das sollte ihn relativ einfach töten. Wird sogar zurückgeskürt, okay. Einfach mal alles raufwerfen. First Blood für The Chosen Ones, die hier doch etwas cheesy direkt in den Dire-Dschungel smoken und den ersten Kill auf dem Silas, der setzt aus wie ein Silas, ne? Auf dem Invoker kriegen, der wohl solo safe gehen geht und sie gehen wohl aggressive. Mit Davi und Rolika. Jeweils auf Shadow Fiend und Draw. Doppelcarry hier unten. Von daher bin ich gespannt, was sie da wollen. Shadow Fiend ist wohl auf eine schnelle Midas. Und Draw. Band of Elven Skin, okay. Jo, okay, wir haben noch den Wisp. Verespetti. 92. Auf dem Wisp, der als einziger, alleiniger Supporter da hier was machen muss. Und zu guter Letzt der Bloodseeker. Recip. Anyway. Auf dem Bloodseeker in der Mitte, der hier direkt in der Mitte von der Vengeful Spirit gecatcht wird. Von dem Skyrath Mage. Der nächste cheesy Move direkt in die Mitte und den nächsten Kill geholt auf dem Bloodseeker. Razor nimmt sich hier mit einem vollen Link den Damage. 2-0 für The Chosen Ones. Was halt auch interessant ist, ist, dass Magnus jetzt auf die Safe Lane geht. Hast du es anscheinend wohl gesehen haben. Klar, ein Locker oben heißt wohl Aggressive Tri-Lane. Haben sie gut gemacht. Dadurch verlieren sie hier unten auf der Botlane nicht so viel. Erstmal. Und Magnus kriegt auch schon sein Level. Außerdem zwei Carries auf der Lane, die sich gegenseitig den Farm klauen. Wir haben hier 2-0 und 1-0 für die Draw. Das läuft nicht so gut für die Immortals. Ich glaube, da werden sie so ein bisschen ausgezogen. Ich muss natürlich dazu sagen, ich habe keine Ahnung, welches Ranking-Gedöns oder so irgendwas diese Teams hier haben. Von daher kann es natürlich sein, dass hier gerade irgendwie The Chosen Ones komplett mit Clan-Tags irgendwie hier ein relativ ja, unerfahrenes Teams komplett ausziehen. Kann sein, aber ich bin gespannt, wie es dann wirklich laufen wird. Bloodseeker ist jetzt hier unten, zu zweit. In der Mitte-Lane ist niemand. Skyrath Mage holt jetzt auch noch den Wisp, der ein relativ easy Kill ist nach dem ersten Stun. Unten wird Go gemacht auf den Magnus.
Platziger ist immer noch in Tower Range, wird jetzt getroffen. Und daneben gescored, aber gleich ist die Shockwave wieder da. Das sollte okay, spätestens mit dem Scareth Mage wird das ein Kill und Magnus hat vielleicht noch ein bisschen Leck gehabt. Dann hätte er den, ja, mit der letzten Flare, Arcane Bolt, hätten sie auf jeden Fall einen Kill mit der treffenden Shockwave bekommen können. 4:0 für die TCOs. Und ich glaube, Immortals werden jetzt schon relativ stark die Hosenbeine ausgezogen. Oder wie man auch immer in Bayern sagt. Keine Ahnung. Die Lederhosen ausgezogen. Anyway. TCO waren, glaube ich, europäisch. Und lass mich mal nachgucken. Immortals sind italienisch. Scheinen italienisch zu sein. Nun gut. Platziger weiterhin sehr aggressiv hier. Zieht ein paar Towerheads. Kriegt hier aber Support von der Venture Spirit, die eine Bottle mitbringt. Was dem Magnus sehr, sehr gefällt. Und ja, ihm die Bottle gibt. Okay, es ist wohl Magnus Bottle. Ich hab mich schon gewundert. Oh, Stun und zu früh gescored, dann hätte er doch definitiv in die Tower Range springen können. Sowas ist ein bisschen greedier. Aber irgendwie fehlt ja komplett der Damage von den Immortals. Und Magnus kann hier einfach durchgehen. Die Draw Level 2, kein Damage. Und GG. 3 Minuten. Ich kann es dir nicht verübeln, ernsthaft. Das, ja. Ist ein bisschen unausgeglichen. Mal gucken, das Team sagt wohl noch kein GG. Lassen sich hier noch ein bisschen weiter. Verfrühtes GG. Aber ich kann die Frustration definitiv verstehen. Ich glaube, dass die Teams sind von der Liga her ein bisschen unterschiedlich. Und halt auch an den Aktionen, die The Chosen Ones machen, sieht man hier eindeutig, dass die Jungs und oder Mädels hier schon sehen, was sie tun. Smoke am Anfang im Dschungel, dumm gelaufen, dann Smoke in der Mitte, zu weit vorne. Außerdem Platziger gegen Razor, hat Platziger absolut keine Chance, diese Lane jemals zu gewinnen. Jetzt auch nur noch in der Mitte. Ja, Razor Level 5 nach 4 Minuten. Ja, macht hier ein bisschen farmfest. Ich weiß nicht, ob da noch irgendjemand kommen wird. Das GG war wohl nur for fun oder aus out of frustration. Na gut. Immortals versuchen hier mit einem Push. 4 Heroes top. Allerdings, Ja. Shadowfiend fängt sich einen Stun. Wird damit gekillt, aber der erste Return Kill kommt zu sein. 19-0 bisher noch. Draw trifft weiterhin. Und Platziger sollte mal seinen Skill machen, aber kriegt den Hit auch so. Wird das Ganze 10:1. Wraith King von hinten. Draw wird vom Tower gekillt. Magnus gehört den Invoker rein in seinen Tod. Der Kurier stirbt doch noch. Hat sogar noch Items drauf gehabt. Oh Mann, ist das ein Desaster. 12:1, haben einen Kill bekommen, aber zu 3 für den Kurier. Hier unten. Oh Mann. Pause wird gemacht vom Razor. Wilde Pings kommen aus. 99% Packet Loss, da disconnected vor jemand. Ja, nicht, dass es irgendwas passieren wird. V2. Und ja, weitergemacht vom gegnerischen Team, okay. Leute, es ist kein Pub. Ihr könnt nicht einfach so anpausen. Mann, seriously? Ja, Razor und Ranger einfach weitergemacht. Okay. Ja, ich glaube, das eine Team sieht es. The Chosen Ones sehen es auch nicht so ernst. Razor macht hier einfach weiter. Ranger ist jetzt hier, aber ihr seht schon kaum Damage hier da. Ranger Level 4, Band of Elven Skin, keine Boots. Scheint wohl doch ein Support zu sein, aber ich glaube nicht, dass Immortals hier die Unterscheidung macht zwischen Support und Nicht-Support. Wraith King killt den Invoker hier. Ja, wie gesagt, einfach Stun, nochmal Stun, Slow. Relativ einfach, oh, die Shockwave hat ja fast beide gleichzeitig gekillt. Sie hat es, glaube ich, beide gleichzeitig gekillt. Üble Sache, Magnus Doppelkill. Einfach mit der Shockwave durch, Buyback vom Invoker, Rage Buyback. Und einfach das nächste Shockwave in 2, 1, Kill. Und Wicked Sick 18:1 nach 6 Minuten, das Spiel ist vorbei. The Chosen Ones haben gezeigt, dass sie Dota spielen können. Und ich weiß nicht. Ich glaube, Immortals. Wenn ich das charakterisieren müsste, würde ich halt sagen, das ist einfach mal, okay, wir sind ein Pub-Team. Wir versuchen einfach mal. Wir versuchen mal unser Glück, was für ein Level das ist. Es kann aber auch ganz gut sein, dass sie hier gegen
gegen die schwierigsten Gegner als erstes spielen würde, was ein bisschen Pech ist, denn The Chosen Ones spielen schon verdammt gut. Und ja, das es war nicht ganz so, sagen wir mal, ernst, dieses Spiel, dass ich jetzt wirklich auf Fehler von The Chosen Ones achten konnte. Aber das sah nicht wirklich... Ja, natürlich bestimmt ein paar persönliche Fehler, wie auch immer. Aber da das dann auch nicht geht, konnte ich euch nicht sagen. Der nächste GG-Versuch, mal gucken, ob das Team wieder weitermacht. Aber, ja, wie ihr schon seht, Batz! Cool, E von Magnus, jetzt zeigt ihr dann auch. GG, schön gespielt von, ja, von Chosen Ones. Ich will sie nicht kleinere die Mortals, aber da haben sie gegen den Gegner wurden sie von einem Random gegen den Gegner gestellt, den sie absolut nicht gewinnen konnten. Das ist ärgerlich und sehr, sehr starkes Pech von den Immortals, direkt hier gegen so einen Gegner zu kommen. Gut. ESL Weekly Cup 75, Spiel Nummer 1, ist vorbei. Dementsprechend werden jetzt The Chosen One gegen Epic Clan des Epic spielen im nächsten Game, was aber wahrscheinlich noch ein bisschen dauern wird. Andererseits, die hatten einen Deathwin, dementsprechend könnte hier sogar das nächste Spiel direkt schon anfangen. Aber ich glaube nicht, dass irgendein anderes Team schon so weit ist, um fertig zu sein. Von daher machen wir hier erstmal Pause für Ingame. Und im Stream geht es jetzt weiter auf irgendeinen random Zuschauen-Game.